ITA-Bieterverfahren, Lufthansa und MSC haben ein Angebot abgegeben. Da gibt es laut Pressemitteilung auch ganz klare Zahlen, die genannt werden. Überraschend. Des Weiteren, der Frankfurter Flughafen rechnet auch im Sommer mit weiteren Problemen bei der Security. Deshalb muss man ein bisschen mit den Fluggesellschaften sprechen und gucken, ob man die Zeiten so ein bisschen expandieren kann. Und ich nehme euch ja immer mit auf meine Reisen. Ich habe hier was bekommen, einen Brief habe ich aufgemacht, den anderen noch nicht. Ihr seht schon, was es ist. Ich mache es mit euch zusammen auf, zumindest den hinteren, der dicker ist. Ich bin gespannt. Wer gesehen hat, was es ist, kann ja schon denken, was es ist. Ich auch. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge natürlich auch, wie immer, denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und kommentiert, ganz, ganz wichtig. Zwei Themen, die vorher kommen sollten, ganz einfach. Nächsten Monat werden wir wieder Stammtische machen, aufgrund des großen Erfolges. Wir werden einen Stammtisch auf jeden Fall machen in Berlin. Wir werden auf jeden Fall einen machen in Hamburg, ja. Und wir werden auf jeden Fall einen machen in München wieder. Ja, ganz genau, im Biergarten war es schön. Ich habe es genossen. Also insofern machen wir das wieder. Inwieweit wir Frankfurt wieder machen, müssen wir schauen. Also auf jeden Fall erstmal die drei, damit ihr da Bescheid wisst. Das nächste ist, ihr dreht euch mit mir einmal um. Seht, dass ich beim Friseur war. Mein sogenannter Backdrop ist leer, so heißt es im Fachjargon unter YouTubern. Ihr könnt ja Vorschläge machen, was man da machen sollte, aber denkt dran, wenn ihr die Vorschläge macht, sie sollten bezahlbar bleiben oder ich bin immer für Sachspenden gerne dankbar. Also wie gesagt, was wir da machen sollen, ich hatte an ein Regal gedacht, dann haben wir auch mit dem Ton weniger Probleme, da ist das Echo auch weg, was ihr hier jetzt habt. Ansonsten vielleicht an so einem Sessel, das ist meine Idee mit einem Tisch, Kühlschrank vielleicht, dass man Kaltgetränk hat, während ich euch zusammle, dass ich mir auch eine Cola reinziehen kann oder ein Hörner-Whisky oder was auch immer. Also insofern, kommentiert unten, bringt Ideen. Ja, ITA. Die Lufthansa hat 20% geboten. Jetzt sagt ihr, was? Nur 20%? Das habe ich zumindest gesagt. 60% hat MSC geboten. Ja, ganz genau. Also das heißt, 80% sind das und 20% sollen beim italienischen Staat verbleiben. So hat es Reuters rausgefunden. Ganz spannend an der Geschichte ist natürlich, dass das, was vom Lufthansa-Konzern verlautet wurde und auch von Carsten Spohr, dass man nicht sich finanziell so verausgabt oder in Auslage geht. Das klingt dann plausibel. Es wurden geboten bei der Investition, wo haben wir die Zahl stehen? Hier steht keine Zahl dabei, wie viel insgesamt, aber man geht davon aus, dass die Lufthansa 20% ein Value zwischen 200 und 400 Millionen haben. Also ein Schnapper, wenn man ehrlich ist. Dann die nächste Sache ist ganz einfach. Natürlich, wie sieht das aus mit den anderen, mit den Finanzinvestoren, die da sich an dieser Runde beteiligt haben oder aber auch mit der KLM Air France? Das Angebot von denen wird irgendwie nicht genannt. Also, aber man weiß, dass von denen das Angebot eingegangen ist. Und da Lufthansa natürlich eine Multi-Hub-Strategie fährt mit Zürich, mit Wien, mit Frankfurt, mit München, mit Brüssel und, ist natürlich Rom eine interessante Geschichte für die und Rom ist natürlich ein wichtiger Markt. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, die 20% überraschen euch oder ihr habt damit gerechnet, dass die Lufthansa nur so wenig gibt. Ich kann euch davon nur sagen, ich war verwundert, wobei aber 80% beide zusammen mit MSC da natürlich schon eine Hausnummer sind. Also insofern muss man das ja sagen. Die Reedereien haben im Moment natürlich auch zu viel Cash, weil alles kostet richtig Geld, um das Ganze, was wir an Gütern brauchen, aus Asien auf den Schiffen zu bringen. Und die wissen gar nicht, wohin damit. Ihr seht ja auch beim Kühne Logistiker, der sich bei Lufthansa beteiligt hat, dann seht ihr das ja auch bei Air France KLM. Da hat sich ja auch CMA beteiligt. Also es ist im Moment, aber man müsste eine Containerschifffahrt haben. Dann hätte man es. Man hätte ausgesorgt im Moment, aber ich glaube, es gab Tage und Zeiten, wo die natürlich nicht ganz so prickelnd unterwegs waren. Das zweite Thema ist ganz einfach Frankfurt Flughafen. Aber Frankfurt Flughafen ist stellvertretend für alle Flughäfen. Köln-Bonn hat ja die Probleme, die wir
als Passagiere so lieben, und zwar in der Security, wo die Wartezeiten so lang sind. Ironie natürlich, damit ihr da nicht jetzt denkt, hey, der ist ja komplett durch, ne? Nein, ich war nur beim Friseur, das ist okay so. Also, auf jeden Fall hat der Frankfurter Flughafen gesagt, man muss sich mit den Fluggesellschaften genau wie zu Ostern auch zusammensetzen und da mal den Flugplan einfach mal auseinanderwursteln. Warum? Ganz einfach, weil beim Hochspulen, so heißt das beim Triebwerk, wenn man wieder auf Volllast geht, nach Covid, ist das bei den Securities genau dasselbe Problem. Das dauert. Und Lufthansa hatte ja zu Ostern als Hauptkunde des Flughafens 100 Flüge gestrichen, einfach wegen Kapazitätsproblemen. Andere Flughäfen haben genau dasselbe Problem. Fraport will in diesem Jahr 1000 neue Mitarbeiter einstellen. Die Frage ist natürlich, sind die alle in der Security? Also es wird überall Leute gebraucht in Frankfurt. Wir haben Kunden, die sind in Frankfurt losgeflogen, da ist das Gepäck nicht angekommen, nach Hamburg, nach Berlin. Also es ist eine Katastrophe. Und auf jeden Fall sagt man, dass mehr als 100 Leute nicht pro Monat eingestellt, also mehr als 100 Leute eingestellt werden können. Und der eigene Land Hessen und die Stadt Frankfurt an der Spitze verzichten auch auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2021. Und damit hat Fraport einen Bilanzgewinn immerhin gemacht von 38,26 Millionen. Also ich verstehe es einfach nicht. Also die Leute suchen alle Jobs und da gibt es Jobs. Warum nicht da zugreifen? Für mich ist es leider nichts, für mich wäre die Anreise zu lang. Also ihr könnt ja schreiben, was ihr tut. Also insofern, Frankfurt muss halt wirklich was für die Vielflieger tun. Auch wenn man sich das anguckt, die Fasttracks und so weiter. Also wenn ich nicht zum Beispiel in die FCT gehen könnte, das wäre manchmal schon mal vielleicht bei mir ins Auge gegangen. So kurz, wie ich dann reingehechelt bin. Nicht absichtlich, sondern einfach, weil ich aus dem Termin kam. Ja, dann lasst uns jetzt mal anfangen. Und zwar... Das habe ich bekommen. Stellt er scharf, da stellt er scharf. Ja, SAS. Wie ihr wisst, habe ich ja meinen Diamond dort erflogen. Und ich hatte eigentlich gedacht, es gibt eine Box oder irgendwas. Da kommt sowas. Scharf stellen, da ist es. Diamond Baggage Tags. Wir machen es einfach mal auf. Ja, das sind die Baggage Tags. Sehen einfach so aus wie bei einem FTL. Wenn ich sie abmache, ist auch nichts Spannendes. Also sie sind noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise, ups, da ist es richtig. Wieder? So. Also sie sind nicht personalisiert. Ihr habt da keine Daten gesehen, die ihr nicht sehen solltet. Also im Prinzip das Einzige, was ist, die Briefe sind so und da wird ein Adressaufkleber drauf gemacht und fertig. ITA. ITA Airways, da seht ihr auch die Adresse. ITA Airways in Roma, Via della Casa Rosse 23. Ist noch zu, dann nehmen wir auch einfach mal das Messerchen. Schneiden das auf. Ha! Volare Executive. Und dann passiert hier nichts. Oh, da unten ist, schon gesehen. Ja, dann machen wir es einfach mal auf. Ihr seid mit dabei, gucken, was da passiert. Kriege ich das aufgerissen? Was ist denn jetzt? So. Ist scharf. Machen wir noch scharf. Zack. Zack. Also es sieht edel aus, muss ich sagen. Drehen wir einmal um. Executive, kannst du aufklappen. Tada! Executive, sehr schön. Das ist die Karte, die viele von euch haben wollten, weil man natürlich bei SkyTeam, wenn man Elite Plus ist, da, ich weiß gar nicht, ob man mit der Nummer was machen kann, vielleicht wird mir ja schneller mit der Karte Senator oder sowas, ich weiß es nicht. Ich mach's mal einfach auf. Ist da noch was drin? Nee, das ist einfach nur so eine Hülle. Ist eigentlich sehr, sehr wertig, was die gemacht haben. Aber da ist nichts drin. Und dann kommt etwas, was ich doch sehr, sehr geil finde. Da schreibt man: Dear Lars, we are pleased to send you your executive card, your key to access the most exclusive benefits of Volare program.
The best service have been reserved to make your trips as enjoyable as possible. Looking forward to seeing you on board. Ja, da muss ich doch ganz ehrlich sagen, da will ich doch an Bord, ne? Dann gibt es einen Adressaufkleber. Das ist so ein bisschen wie bei Eurobonus. Einfach nur so ein Papierstück. Aber so ein bläulich gefärbtes, warte, jetzt kommt es wieder scharf, bläulich gefärbtes Lederstück mit dem Fensterchen, wo ihr es reintun könnt. Ja, ist hübsch. Jo. Und dann ist die Box auch schon wieder leer. Das war die heutige Ausgabe von Frequent Traveler TV. Ich hoffe, ihr habt mein kleines Unboxing von meinem Volare-Paket genossen, von meinem Diamond. Dafür hat es sich aber auch wahrscheinlich nicht gelohnt, eine eigene Sendung zu machen. Deshalb haben wir heute die Folge von Frequent Traveler TV Takeoff an dem heiligen Dienstag gekapert. Und ich warte auf eure Nachrichten, wie ihr die Sachen findet. Vor allem, was ihr für meinen Backdrop hinten an Vorschlägen habt. Ich habe einige Ideen, seid mir nicht böse, wenn es nicht kommt, ne? Aber vielleicht hat jemand von euch eine geile Idee. Und natürlich Stammtische immer vormerken. Ich schätze, das muss ich einmal kurz gucken. Die Daten kann ich euch auch nochmal sagen. Wir werden das im Rahmen der Aircraft Expo machen. Die ist am 14. Juni in Hamburg. Das heißt also, wir werden am 13. Juni wahrscheinlich Hamburg machen. Dann am 12. Berlin. Oder München, das muss ich schauen, aber Hamburg ist eigentlich für den 13. schon gesetzt. Also, kommentiert und ich freue mich. Also, bis bald und abonnieren, Glocke an, kommentieren, immer. Ich lade euch immer zum Kommentieren ein und lasst ein Like da. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis dann. Jetzt muss ich gucken, wo habe ich die Fernbedienung hingelegt. Alles eingesaut hier mit den ganzen Päckchen, ne? Also, bis dann. Ciao.